Spielverderber, verdammte Spielverderber! Okay, das Wetter ist herrlich. Voll geil. Die Leute sind gut drauf. Nice. Und hey, in der Schweiz sind neue Delfinarten entdeckt worden. Sweet. Okay, in einer Thunfischdose. Fein. Aber es steht etwas eher Unerfreuliches vor der Tür. Also nicht gerade so, hoffentlich. Ja? Statt am Morgen kein Grund für Sorge. Corona wird höchstwahrscheinlich im Herbst das Comeback feiern. Ja gut, Benissimo kommt ja auch wieder, auch wenn es nicht so viele Nebenwirkungen hat. Es braucht schon im Sommer einen Booster. Das hat der Paul Burton, Moderna-Chefarzt, in einem Interview letzten Sonntag gewarnt. Auch der sonst gar nicht so als Impfstresser bekannte Chef der Schweizer Impfkommission, Christoph Berger, ist der Meinung. Impfempfehlung für Personen über 65 oder mit chronischen Krankheiten. Tja, und wenn die Schweiz schon jetzt eine Empfehlung für eine Empfehlung im Herbst ausspricht, ist vielleicht etwas dran, oder? Vor allem, weil alle rund um uns schon wieder vorwärts machen in Sachen Booster. Ihr wollt doch nur mehr Stoffe verkaufen. Klar, so wie Airbag-Hersteller Airbags verkaufen wollen, Zahnärzte Zahnfüllungen und Mikroalkohol. Ist ja logisch. Aber trotzdem sollte man solche Fragen doch eher Chefärzte, Virologinnen und WissenschaftlerInnen glauben als so Quereinsteiger wie ihn. Ah, da kann ich Ihnen sagen, Covid ist vorbei. Also los, alle Impfstoffe aus dem Kühlfach. Lieber vorsorgen, als im Kühlschrank lagen. Laut dem modernen Chefarzt sollten wir uns sogar darauf einstellen, jedes Jahr unsere Corona-Impfung aufzufrischen. Also machen wir es doch locker und feiern ab jetzt unsere jährliche Impfung wie Weihnachten, Neujahr oder Geburtstag. Inklusive zweitägigen Kater anschließend. Ja, schreib doch gegenseitig Glückwunschkarten zum jährlichen Impftag. Weil das ist alles besser als diese Karte hier. Hey, ich hätte da gerade noch eine Mustermappe mit ganz wunderbaren Trauerkarten von sehr begabten lokalen Künstlern. Falls ihr übrigens wissen wollt, was der Typ mit dem Sarg von der Haustür macht, den ganzen Sketch gibt es natürlich am Sonntagabend bei Deville auf SRF 1. Das ist so sicher wie Covid im Herbst. Stefanie, wo sind meine Triechler?